Und damit heiße ich euch herzlich willkommen in der Festung des Wahnsinns in Diablo 3. Und wir müssen jetzt erstmal ein paar Materialien befreien, dass wir dem Tod was anhaben können. Diese Monster waren einst die berüchtigsten Verbrecher Westmarks. Insassen der dreckigsten und düstersten Zellen in den Stadtgefängnissen. Einer war schlimmer als der nächste. Gewissenlose Mörder, die unzählige Männer, Frauen und Kinder abgeschlachtet hatten. Nach ihrem Tod hauchte Maltael ihnen erneut Leben ein und sie wurden als hartherzige Tötungsmaschinen wiedergeboren. Den Namen Scharfrichter tragen sie zurecht. Immer diese Scharfrichter. Die armen Schafe haben doch gar nichts getan. Sie bezeichnen mich als Helden. Unzählige Dämonen haben dich getötet. Schlachten gewonnen. Alles okay. Ich weiß, dass dieser Krieg keinen Sieger haben kann, denn es ist eine endlose Abfolge von Rache, Stolz und Hass. Hyrael versteht das nicht. Für ihn existiert nichts außer dem Ihr verlangt das Unmögliche. Eines Tages wird sich das vielleicht ändern. Doch noch ist dieser Tag fern. Es muss noch andere geben, die einen Ausweg aus dem ewigen Zwist suchen. Engel und Dämonen, die sich von unserem Schicksal versklavt fühlen. Ich kann nicht der Einzige sein. Und so weiß ich, was es zu tun gibt. Ich werde all jene finden, die des Krieges ich müde kann sind nicht mehr und tragen. Sie anführen. Ich kann schon wieder nicht mehr tragen. Ich kehre in die Stadt zurück. Mal kurz schauen, was für meine Begleitung recht gut wäre. 4%, ne. Warten wir, bis wir irgendwas Stärkeres finden. Irgendeine Kette, sowas, ne. Der Gürtel wäre ein bisschen besser als meiner. Also, wie viele Materialien haben wir denn schon? Gut über 1000. Okay, weißes brauche ich jetzt vorerst nicht mehr aufsammeln. Blaue und gelbe. Ja, gelbe bekommt man eigentlich mehr als gelb. Hier mir noch blaue, dass ich genügend basteln kann. Ein guter Treffer. Wird ihre Leichen auf ewig hier verrotten. Na, Schlag des Impuls hat gerade Cooldown. Wieder ein Dicker? Na, wie kommen wir denn zu dir runter? Endlich! Der Champion der Sterblichen ist hier. Sodan, lass das Gericht beginnen. Gericht? Ist das neu? Unsere gefährlicheren Gefangenen eine größere Herausforderung für euch da. Ich weiß nicht, wir werden es gleich sehen. Meine Stärke ist gewachsen.
Okay. Dann weiter im Text. Da oben könnte es noch weitergehen oder hier nach unten. Weil wir gerade da sind, gehen wir den Weg nach unten. Die Götter handeln durch mich. Ich hasse diese Frostfallen. Ich bin zwar dank diesen Amuletts gegen Kälte immun, aber das Einfrieren, das kann sehr, sehr gefährlich sein. Mein Vater stört es nicht, beständig den gleichen Kampf gegen die gleichen Feinde auszufechten. Während alles zu Asche zerfällt, mögen seine Siege auf einen Tag Bestand haben. Ein Jahr, vielleicht gar ein Jahrhundert. Der Krieg wird niemals enden, solange er und seine Brüder uns anführen. Ein Ende ist möglich, aber Narren wie mein Vater sind nicht in der Lage, es zu sehen. Die Lilith ist ja eigentlich gegen den Kampf und will einfach nur in Ruhe ihr Dasein leben. War sie nicht diejenige, die in dem Diablo 4 Trailer zu sehen ist? Oder verwechsel ich da gerade was? Weil dann wäre das in Diablo 4 eigentlich kontraproduktiv. Diablo... wahrscheinlich wieder beleben zu wollen. Na, ja, mal gucken, was die Story von Diablo 4 so bringen mag. Bin sehr, sehr gespannt drauf. Willensstärke vereint mit der meinen. Wir haben euch ermöglicht, den Schleier des Todes zu durchdringen. Alles andere liegt nun an euch. Erfüllt unsere Mission, so wie ihr es immer getan habt, mein Sohn. So. Jetzt können wir Maltael an den Kragen gehen. Sobald wir ihn finden. Mit etwas Glück schaffen wir das sogar noch in der Folge. Ich bin weiser geworden. Halt. Zum Weiser werden. Ich vernahm einen Klang. Doch war er mir fremd. Ich suchte Weisheit im Kelch, doch vergebens. Die Klänge riefen nach mir und ich erkannte sie. Menschliche Seelen. Doch woher? Schade. Kein Lecci, keine Bücher für den Schmied.
Das werde ich nicht tun. Während des dritten Ansturms wurde ich niedergeschlagen. Als ich mein Bewusstsein wiedererlangte, fand ich mich in Ketten wieder. Ich hatte nicht gewusst, dass der Mond gefangen ist. Danach stammelte ich vor mich hin und berichtete von meinem Wunsch, diesem Krieg zu entkommen. Daraufhin ließ mich meine dämonische Wächterin ziehen und sagte, dass wir uns wiedersehen würden. Genau damit, Tochter Mephistos. Tochter Mephistos, genau, das war gar nicht Diablos Tochter. Sie erinnern. Sie sterben. Das ist Weisheit. Ja, das führt Sterblichkeit so mit sich, dass ich man irgendwann stirbt. Ich bin sicher, dass sich der Prophet gegen Maltael gestellt hätte. Er hat immer das Potenzial in uns gesehen. Er glaubte, dass wir erreichen können, was den Seraphim verwehrt geblieben ist. Wie betrübt er wäre, wenn er das hier miterleben müsste. So, wollen wir noch kurz umskillen, was kaufen, was haben wir denn Schönes dabei? Angriffsgeschwindigkeit habe ich da recht gerne, da brauchen wir auch nichts für Gruppen. Haben wir ihm wieder die Säule um die Ohren. Du Feuer bist ganz gut. Statt reißenden Wind hätte ich glaube ich auch lieber. Ja, ich nehme wieder 4 Sekunden Schutzschild. Und hier schneller laufen. Ich könnte auch Schlaghagel nehmen. Angriffsgeschwindigkeit oder Schlaghagel? Immer dich. Oder nee, wir nehmen Quecksilber, dass wir öfter springen können. Seid ihr bereit? Der Seelenstein ist in Sanctuario. Bald wird das Blut der Dämonen aus der Schöpfung hin fortgespült werden. Ihr werdet der Letzte eurer Art sein. Für einen kurzen Moment. Der Tod überkommt euch, Nephalem. Thank you.
Das Ende ist unvermeidlich. Dem Tod könnt ihr nichts anhaben. Oh ja. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer andere Wege. Ihr seid erfüllt von der Macht des Todes. Doch das ist nicht die einzige Waffe, über die ich verfüge. Entscheiden, wo du hin willst. Hat's mich doch noch getroffen, obwohl ich hinter ihm gestanden bin. Am Ende müssen sich alle dem Tod beugen. Ist der schwarze Seelenstein. Maltael hat ihn sich einverleibt und Diablos Seele in sich aufgenommen. Dann wurde Diablo durch Maltaels Tod entfesselt. Er ist frei. Was für einen schönen Stab wir haben. Schauen wir uns dann gleich danach an. Nephalem hat das Unmögliche geschafft. Er hat den Tod besiegt, die Schuld der Engel getilgt und die Menschheit gerettet. In diesem Augenblick des Triumphes sah ich den Nephalem in einem neuen Licht. Er ist ein Held, der die Mächte von Himmel und Hölle zu besiegen vermag. Ein Mönch, der die Unschuldigen beschützt. Doch er ist sterblich und wird eines Tages in Versuchung geführt werden. Wird er widerstehen können, wenn jener Tag kommt? Oder wird er unser Schicksal besiegeln. Ich denke mal, in diesem Sinne wird Diablo 4 nicht weitergehen, dass der Nephilim das Schicksal besiegelt. Auf jeden Fall danke an alle, die bei diesem Let's Play dabei waren. Ich werde, glaube ich, noch ein bisschen was von Abenteuermodus hochladen. Einfach mal so die Season-Erfolge, bis ich mein komplettes Set habe. Und dann mal gucken, welche Qualstufe ich sofort laufen kann. Und vielleicht begleitet ihr mich noch ein bisschen. Vielleicht war es das für euch. Ich lasse die Credits jetzt auf jeden Fall durchlaufen. Und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Scheiße, sind die Credits lang. Okay, da werde ich bestimmt ein bisschen was beschleunigen. Für alle, die neugierig sind. Na, stellen wir schon mal auf Meister rauf. Wird bestimmt spannend. Für die Leute, die immer noch da sind und neugierig sind, schauen wir mal schnell, was wir denn Feines gefunden haben beim Maltael. Ah, da einen wunderschönen Stab. Und der ist doch gar nicht mal so schlecht. Macht schon mal gut mehr Schaden. Und ein Sockel auch. In den Sockel schmeißen wir gleich mal was rein. Dich müssen wir auch noch aufrüsten. Und zwar einen wunderschönen Smaragd, der in Waffen kritischen Trefferschaden um 110% erhöht. In der Hose fehlt auch noch ein zweiter, den hatte ich ganz vergessen. Hier bringen wir erstmal das hier bei. Irgendwas, was wir anziehen wollen. Die Halskette hätte viel Zähigkeit, aber dann verzichte ich auf den Kälte-Ignor. Ich glaube ja, weil die Kälte werden wir uns dann anderweitig wieder beschaffen. Den Rest machen wir kaputt. Da drüben ist meine Kiste. Und zwar werden wir relativ zügig schauen, dass wir hier dann die Kälteschaden ignorieren können. Was ich noch ganz schnell schauen wollte, nützliches Armschienen. Was brauchen wir denn dafür? Da brauchen wir natürlich die Materialien aus Akt 2 und Akt 3. Das ist auch unser erstes Ziel, was wir dann in den nächsten Folgen machen werden. Also wer jetzt immer noch da ist, vielen lieben Dank. Mit den extrem langen Credits, ich glaube das waren jetzt knappe 20 Minuten, die werde ich ein bisschen beschleunigen. Ich würde zwar gerne jeden Einzelnen würdigen, aber das kann ich euch bei weitem nicht antun. Also nochmal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Lasst euch gut gehen.